Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt am Ende dieser Aktuellen Stunde zum Thema Demonstrationsrechte von Frauen stärken, müssen wir doch feststellen, dass wir über das Thema eigentlich hier kaum gesprochen, sondern uns vielmehr mit uns selbst beschäftigt haben. Und wissen Sie, der traurige Ausgangspunkt ist doch, dass beide Seiten des Parlaments, die rechte wie die linke Seite des Parlaments, hier eine Demonstration genutzt haben, um für ihre politischen Inhalte hier im Bundestag zu polemisieren. Und das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Ich erkläre Ihnen auch gleich, warum. Wir müssen nämlich vor allem über eines reden. Wir sollten am Ende dieser Debatte über das Thema Rechtsstaat mal ganz deutlich reden. Und, meine Damen und Herren, bevor ich zum Rechtsstaat komme, sage ich Ihnen eins. Ich als Staatsbürger, ich hätte persönlich keine Lust, mich gemein zu machen mit Herrn Bachmann bei dieser Demonstration. Aber ich hätte auch keine Lust, mich mit der Antifa gemein zu machen und vielleicht mit Hans-Christian Ströbele dort, mit dem RAF-Anwalt Hand in Hand zu einer Gegendemonstration zu gehen. Das würde ich beides nicht machen. Aber ich sage Ihnen eins. Gleichzeitig bin ich aus einer rechtsstaatlichen Perspektive sehr froh, dass beide Gruppen, das Recht haben, hier in unserem tollen Rechtsstaat zu demonstrieren. Und das ist nämlich der wichtige Punkt. Und der Ausgangspunkt ist nämlich eins, den Sie jetzt auch sehen sollten. Wir sind in der Situation, dass wir mal das Bild von Justitia bemühen können. Justitia, die eine Augenbinde trägt. Und sie trägt nicht die Augenbinde, weil sie Dinge aus dem Rechtsstaat ausblenden will, sondern weil ihr die politischen Positionen von Demonstranten egal sind. Und Fakt ist, beide hatten hier das Recht, auch entsprechend zu demonstrieren. Und deswegen verbietet sich eigentlich auch schon das Thema, wenn ich lese, Demonstrationsrechte von Frauen stärken. Wir können reden über Frauenrechte, aber Demonstrationsrechte gibt es für Männer und für Frauen. Und da gibt es Artikel 8, und der gilt für alle Deutschen, und der gilt nicht für Männer und für Frauen unterschiedlich. Und dann sage ich Ihnen auch noch eines. Wenn wir über den Rechtsstaat reden, den ich hier aufrufe, dann heißt es, ja, wir haben hier Freiheiten. Und beide Demonstrationsgruppen hatten die Freiheit für ihre Demonstration. Aber für beide Gruppen gibt es auch Grenzen. Und von diesen Grenzen, wer hier heute gar nicht das Thema war, waren die Polizisten, die vor Ort waren bei der Versammlung. Und ich habe mich unterhalten mit den Polizisten. Und die haben mir gesagt, auch über die Ergebnisse, dass es jetzt Ermittlungsverfahren gibt gegen beide Seiten, gegen die Störer, gegen die ursprünglichen Demonstranten. Und dann sollten Sie sich vielleicht auf den Standpunkt stellen, dass es dazugehört in einem Rechtsstaat, dass es dann auch aufgeklärt wird auf beiden Seiten. Und wir haben das ja gehört, Frau Ley, Sie waren dabei, Frau Bayram und Herr Hilse, Sie waren alle beteiligt. Und jeder hat sich gut darin gemacht, auf den anderen zu schimpfen. Aber keiner hat gesagt, auch in unseren Reihen gab es Grenzüberschreitungen. Und das wäre doch eigentlich der gute Punkt gewesen. Und ich unterstütze hier jeden. Ich unterstütze hier jeden darin, dass man dann gegen diese Grenzüberschreitungen auch entsprechend vorgeht. Denn zum Rechtsstaat gehört es nicht nur, sich hinzustellen und zu sagen, ich berufe mich auf die Versammlungsfreiheit, sondern dann gehört es dazu, dass jeder ordnungswidrige Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, dass jede Straftat auch verfolgt wird. Und machen Sie sich Gedanken darüber, wo der richtige Ort ist, das aufzuklären. Meine Damen und Herren, wenn wir uns das mal kompetenziell angucken, haben wir hier einen Einsatz einer Landespolizei. Und glauben Sie allen Ernstes, dass es klug ist, hier mit so einem Deckmantelthema bei der Aktuellen Stunde hier im Deutschen Bundestag jetzt für und wieder Einzelentscheidungen eines Landespolizeieinsatzes auszudiskutieren? Ich glaube das nicht. Und hinzu kommt noch, dass man sich auch mal fragen muss, ist es überhaupt richtig, hier über konkrete Verfahrensabläufe zu sprechen, oder ist da nicht ein Gericht die richtige Stelle? Und das ist nämlich so, dass wir sagen müssten, wo sind eigentlich die richtigen Stellen, um Grenzüberschreitungen anzugehen? So, und dann kommt dazu, das freut mich ja, dass Sie das so sehen, ja, das ist auch gut. Und deswegen will ich auch sagen, beim Thema Rechtsstaat, wenn Kontrolle dazu gehört, gehört dazu auch. Und das ist zumindest auch ein legitimer Punkt der AfD. Es gehört auch dazu, dass ich die Polizei kontrollieren lassen muss.
Aber wenn Sie sagen, dass die Polizei hier grob sich zum Werkzeug gemacht hätte, politischer Führung und andere mehr, dann ist das, glaube ich, nicht das richtige Verständnis. Wir sind stolz auf unsere Polizisten und wir stellen uns vor unsere Polizisten und wir wollen nicht, dass Sie die hier zum Spielball der Politik machen. Und deswegen werden wir das auch entsprechend aufarbeiten. Und Rechtsstaat ist das Gebot der Stunde und nicht gegenseitiges Polemisieren. Und dann freue ich mich, wenn wir irgendwann mal auch substanziell über das Versammlungsrecht reden und nicht nur mit solchen Schaufensterdebatten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Amt.